Es war einst ein magischer Zauberwald, in dem 32 Meerjungfrauen, 43 Elfen, 26 Einhörner und 57 Feen lebten. Der Wald wurde verflucht und das Leben wurde gestört. Die Meerjungfrauen lebten auf einmal auf dem Trockenen und verjagten die Elfen. Die Elfen zogen auf das Territorium der Einhörner. Die Einhörner verloren ihre Zauberkräfte und benötigten Feenstaub, um zu überleben. Also mussten die Feen ständig Überstunden schieben und waren erschöpft. Es gibt 4 Zaubersprüche. Einer lässt die Elfen verschwinden, der zweite schickt die Meerjungfrauen in das Territorium der Einhörner, der dritte heilt alle Arten, von denen es eine gerade Anzahl an Individuen gibt, der vierte verwandelt die Einhörner in Feen. Welcher sollte ausgesprochen werden? Der dritte. Die Meerjungfrauen und Einhörner sind die Wesen, die geheilt werden müssen. Und von beiden gibt es eine gerade Anzahl an Individuen. Frau Collins hat 5 Töchter. Hannah, Elle, Eve, Anna und Ava. Was ist an ihren Namen besonders? Jeder Name ist ein Palindrom, das heißt von vorne und hinten gelesen, ergeben sie dasselbe Wort. Adam reiste um die Welt und kam in ein kleines Königreich. Er hatte weder eine Karte noch Internet und wanderte nur so herum. Er konnte auch die Schilder nicht lesen, weil er die Sprache nicht kannte. Adam betrat ein wunderschönes Schloss und traf 2 Mädchen. Es stellte sich heraus, dass er sich im Schloss der königlichen Familie befand und gar nicht da sein durfte. Die Mädchen versprachen, ihn nicht zu verraten, wenn er erraten könnte, welche von ihnen die Prinzessin war. Kannst du ihm helfen? Achte auf die Wand. Dort hängt ein Gemälde von der Königin und ihrer Tochter. Sie sieht genauso aus wie das rechte Mädchen. Sie ist mit Sicherheit die Prinzessin. Greta ist eine Zeitreisende und im antiken Griechenland gelandet. Sie war so fasziniert von allem, dass sie vergaß, vorsichtig zu sein und sich zu tarnen. Sie wurde gefangen genommen und zum Herrscher gebracht. Er erkannte schnell, dass Greta nicht aus seinem Land stammte. Er horchte sie aus, glaubte ihr jedoch kein Wort. Aber er war ein netter Mann und gab Greta eine Chance, sich zu befreien. Vor ihr standen 3 junge Damen. Wenn sie erraten würde, welche seine Tochter war, würde sie gehen dürfen. Kannst du Greta helfen? Sieh mal, diese Frau trägt dieselbe Kette wie der Herrscher. Sie muss seine Tochter sein. Die Menschen erfanden eine Zeitmaschine. Nun reisen Kriminelle durch die Zeit und stören den Lauf des Lebens. Die Zeitpolizei versucht, die Betrüger zu ergreifen und benötigt deine Hilfe. Sieh dir diese Bilder an. Erkennst du die Zeitreisenden? Es ist dieser junge Mann. Sieh dir seine moderne Frisur an. Damals gab es noch keine Friseursalons. Brillen übrigens auch nicht. Yeah. Weiter geht's in den Wilden Westen. Siehst du hier einen Zeitreisenden? Das muss die Person mit den modernen Turnschuhen sein. Nächster Halt ist Ägypten. Sieh genau hin und finde heraus, wer hier nicht dazugehört. Was trägt denn dieses Mädel? Tanktop und kurze Hose? Nein, sie ist nicht von hier. Okay, das waren leider noch nicht alle. Kannst du hier auch einen Verdächtigen entdecken? Ich glaube kaum, dass die Leute damals Handys hatten. Er ist ein Betrüger. Dann haben wir noch ein Bild aus der Steinzeit. Wer passt hier nicht rein?
Diese Frau sieht zwar aus wie ein Steinzeitmensch, aber sie liest ein Buch. Bücher gab es damals noch nicht. Hello. Prima, jetzt fehlt uns nur noch ein Zeitreisender. Er versteckt sich im Mittelalter. Schau genau hin und finde den Übeltäter. Dieser Typ hat Kopfhörer in den Ohren. Ja, das ist er. Oh mein Gott! Herr Teichmann war in seinem Haus und las die Zeitung, als er draußen Lärm hörte. Er ging hinaus und sah, dass jemand sein Auto demoliert hatte. Er befragte seine Nachbarn, was sie getan hatten. Sandra sagte, sie hätte zu Hause Videospiele gezockt. Chris meinte, er wäre gerade erst von einem Spaziergang mit seinem Hund zurückgekommen. Theresa antwortete, sie hätte hinter dem Haus Gartenarbeit gemacht. Wer lügt? Das muss Theresa sein. Sie hat keine Gartenwerkzeuge dabei und ist auch nicht passend für die Gartenarbeit gekleidet. Celine veranstaltete bei sich zu Hause eine Party und lud all ihre Klassenkameraden ein. Als die Party im vollen Gange war, ging auf einmal das Licht für mehrere Minuten aus. Als das Licht wieder anging, bemerkte Celine, dass die teure, mit Diamanten verzierte Vase ihrer Eltern verschwunden war. Drei Personen kamen ihr verdächtig vor. Tim sagte, ich war im Bad. Quentin erwiderte, ich habe gar nicht gestohlen. Ich wusste nicht mal, dass die Vase teuer ist. David antwortete, als das Licht ausging, bin ich in den Pool gefallen und hatte Mühe, wieder herauszukommen. Wer lügt? Ganz bestimmt David. Wäre er in den Pool gefallen, wäre er triefend nass, aber seine Klamotten sind ganz trocken. In einer Kleinstadt stahl jemand einen Eimer Hühnerschenkel aus einem Geschäft. Drei Kunden wurden verdächtigt. Herr Koch wurde bei der Arbeit befragt. Ich hatte es eilig und habe mir nur etwas zum Mittag geholt. Ich habe nichts geklaut. Frau Bayer war zu Hause beim Frühstück machen. Ich kaufe nur frisches Gemüse. Meine Familie lebt vegan. Darius, ein Student, lernte im Park. Ich habe mir nur ein Sandwich geholt und bin wieder gegangen. Ich weiß nichts von einem Diebstahl. Wer lügt? Frau Bayer, sie sagt, ihre Familie lebe vegan, aber sie hat Käse und Kuhmilch auf dem Tisch stehen. Veganer essen sowas aber nicht. In einem Paralleluniversum ist es nur erlaubt, Spaß zu haben und Süßes zu essen. Niemand darf lernen oder etwas Nützliches tun. Frau Reuter kam vom Einkaufsbummel mit ihren Freundinnen nach Hause und fragte ihre Töchter, was sie getan hatten. Ich habe Popcorn gegessen und einen Serienmarathon gemacht, sagte Hannah. Ich habe mit meinen Freunden Fußball gespielt, antwortete Elle. Ich war mit Freunden am Strand, erwiderte Ava. Wer hat gelogen? Vermutlich Hannah. Sie hat ihr Popcorn noch nicht einmal angerührt und unter ihrem Bett liegt ein Buch. Els Fußballteam machte 6 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Insgesamt kassierten sie 2 Tore und erzielten selbst 3 Tore. Wie lauten die Ergebnisse der 6 Spiele? Bei jeder Niederlage müssen sie mindestens ein Gegentor bekommen haben. Sie haben 2 Spiele verloren, müssen also bei jedem mindestens ein Tor kassiert haben. 2 verlorene Spiele, 2 Gegentore, also sind beide Spiele 0-1 ausgegangen. Gegentore gab es weiter keine. Die unentschiedenen Spiele müssen daher 0-0 ausgegangen sein. Bleiben noch 3 Tore für 2 gewonnene Spiele. In einem Spiel müssen sie mindestens 1-0 gewonnen haben. Dann ging das andere 2-0 aus. Ava machte die ganze Woche mit ihren Freundinnen Party und ihr Zimmer versank im Chaos. Am Freitag wollte sie dann mit ihrer besten Freundin ein Picknick machen. Sie benötigt ihre Tasche, Sonnenbrille und Handy. Kannst du ihr helfen, die Gegenstände zu finden? Da sind sie. Gut gemacht.
Nun ist schon Samstag und Ava hat immer noch keine Zeit zum Aufräumen. Sie will zu einer Poolparty bei Klassenkameraden gehen. Dafür braucht sie ihren Badeanzug, ihre Kette und Schuhe. Kannst du sie finden? Ja, da haben wir alles. Ava macht sich fertig und bemerkt, dass einige ihrer Sachen gar nicht im Bad sind. Sie hatte ein paar Dinge Elle geborgt. Elle meint, der Kram wäre in ihrem Zimmer, wo natürlich auch Chaos herrscht. Kannst du Ava helfen, ihren Lippenstift, Föhn und Bürste zu finden? Da ist alles. Hast du auch alles entdeckt? Elle macht sich für das Fußballtraining fertig. Sie braucht ihren Fußball, Schuhe und ihre Brotdose. Wo sind ihre Sachen? Da haben wir sie. Hannah kam nach einem kurzen Spaziergang heim und bemerkte sofort, dass ihre Lieblingskette fehlte. Sie wusste, dass Ava sie gerne zu Partys trug. Sie war also die Hauptverdächtige. Hannah rannte zu Ava ins Bad und forderte die Kette von ihr zurück. Ich habe geduscht, während du weg warst und bin mich dann anziehen gegangen. Ich hatte gar keine Zeit, eine Kette wegzunehmen. Hannah wusste, dass Ava log. Woher? Hätte Ava wirklich geduscht, wäre der Badezimmerspiegel beschlagen. Ist er aber nicht.